und wir uns alle. Was bist denn du für ein komischer Mensch? Ich dachte, ich soll anfangen. Und weil wir uns alle so freuen, dass wir mein wunderschönes Gesicht zum Anfang dieses Vlogs hier sehen können, möchte ich euch allen mitteilen, dass wir jetzt gerade hier im Duty-Free-Bereich sind und jetzt unsere Reise quasi richtig begonnen haben. Genau, und damit herzlich willkommen hier am Flughafen Paris-Orly. Genau, wir warten auf das Boarding, das beginnt in 40 Minuten. Oder? Ja, ja. Der Jakob ist natürlich auch dabei und ich bin Clemens und das ist Luise. Und ja, wir haben heute schon einen guten Tag gehabt. Wir sind mit dem Zug von Saarbrücke hierher gefahren, das hat 2 Stunden gedauert. Dann mussten wir mit der Metro, mit seiner anderen komischen Bahn, RE, RB oder so. Ja, erst Metro und dann RER, das ist sowas wie ein S-Bahn. Bei uns zu Hause in Markingen starteten wir um kurz vor 12. 10 vor 12. Bis jetzt, wir haben 20 nach 6 und sind nicht mal im Flugzeug. Wir sind recht. Fast 24 Stunden unterwegs. Morgen um 10 Uhr sind wir circa in La Réunion. Aber soll ich dich mal was sagen? Ich finde, es ist mir irgendwie gar nicht so lang vorkommen. Nee. Es kommt mir, als wären wir so 2 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Es war sehr kurzweilig. Top. Kein Drogenkontrolle. Was sagen Sie dazu? Es ist sehr spannend, meine Damen und Herren. Können uns sogar während des Fluges melden. Willst du vielleicht noch andere Leute filmen? Dank der modernen Technik ist das nun möglich. Und ja, bis dann. Tschüss. Hallihallo und willkommen zurück. Wir sind jetzt im Flugzeug, wie man schon schwer erkennen kann. Und kommen gerade unser Essen. Hier sieht man die Alpen. Und ja, hier sitzt übrigens Jakob und ich. Und die Luise sitzt direkt hier. Wir sind alleine in einer Viererreihe. Alleine in einer Viererreihe. Luise hat das Glück. Ja. Ich bin nur meiner vegetarischen Lebensweise treu geblieben. Hat die Nudeln. Moment, kann ich das hier irgendwo drin? Also, das sind Nudeln, das ist Brötchen, das ist ein Muffin und das ist ein sehr hochprozentiger Aperitif. Und dann ist hier noch Gemüse dabei und Salz, Pfeffer, Zucker. Wer immer da Zucker drin kippt, man weiß es nicht. Und weil ich hier ganz allein sitze, kann ich mich hier auf mehrere Tische ausbreiten. Okay, damit zurück. Heute gibt es für uns, also für Clemens und mich, ein Schälchen mit Gemüse. Dann haben wir hier Hühnchen mit Püree und Spinat, also so. Hier haben wir solche herzhaften Waffeln als Vorspeise, ein Küchlein als Dessert. Ich habe mir ein Chardonnay bestellt, ein bisschen Nervennahrung und ein Aperitif mit gerade mal 21% Alkohol und natürlich Dillo. Schon probiert? Dupin. Es schmeckt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Hier sehen wir links, wo wir gerade sind. Also hier ist Paris und wir sind sogar schon ein bisschen geflogen. Eine Stunde zusammen. Genau, eine Stunde. Wir sind vor einer Stunde gestartet. Die Zeit ging richtig schnell um. Wir hatten schon Turbulenzen, die Jakob hat schon ganz weiß im Gesicht. Ich hatte schon in Folge von Young Sheldon geguckt und wir sind gerade alle drei dabei. I feel pretty. Zugucke. So, das ist der Start der Dinge und jetzt sind wir halt erstmal unterwegs. Wir melden uns vielleicht später nochmal, wenn wir vielleicht schlafen und ansonsten sehen wir uns auf La Réunion wieder. Tschüss. Ah. Wir sind da. Der Revierausch. Wo machen wir denn auch kann? Das ist doch sau dumm. Ah, jetzt haben wir es halt schon mal am Anfang gesagt. Ich weiß, das ist. So, wir sind jetzt hier in La Réunion angekommen. Unsere Koffer sind am Start. Ohne Erleichterung in Luises Gesicht. Sie musste dringend auf die Toilette. Und hat es nun geschafft. Ohne Erleichterung. Aha! Und jetzt schauen wir, ob wir hoffentlich abgeholt werden und zu unserer Residenz kommen. Tschüss!
Parade, wo erstaunlicherweise keine Schlägereien stattfinden. Hier ist das Wageninnere. Lilian ist gerade einkaufen, haben sie aber schon gesagt. Ich habe einen ganz schlimmen Pickel auf der Nase. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Stunden. Und in diese zweieinhalb Stunden sind wir jetzt bisher nur Auto gefahren. Für einen Weg, der normal 20 Minuten dauert. Also wir sind relativ müde. Man sieht es vielleicht an meinen Augen. Ich bin eigentlich gar nicht so müde. Und das ist schon alles, was ich zu erzählen habe. Ich übergebe mich an Luise. Ja. Danke! 3 Minuten 25 geht die Scheiße hier schon. Tschüss. Der Flach wird jetzt schon viel zu lang. Tschüss. Tschüss. Das ist Sushi. Das ist die Abel. Die Abel hat ganz viel Namen. Dann haben wir hier unten noch Gribouille. Die Oma. Hallo Gribouille. Ja, top. Dies ist ein Test. Wir wollen nur testen, ob der Test testet. Testen. Kannst du mir mal bitte entfernen? Diese sehen schon aus wie der letzte Schrotthaufen in unserem Vlog. Damit willkommen zur Wanderung. Wir sind Tag auf einer Wanderung in Saint-Suzanne. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute nichts zu machen am Ankunftstag. Aber jetzt ist immer mal hier, also sind wir hier irgendwie hinkommen, ja. Top. Und jetzt wandern wir hier. Jetzt wandern wir hier durch den Urwald. Ja, Urwald. Ich dachte, du hast gesagt, hier gibt's keinen Bambus, hier gibt's ja voll viel Bambus. Das ist Clemens, ist der Profi. Hier muss man auf jeden Fall aufpassen, weil hier ist es. Hier kann ich mir die Bänder endlich reißen. Hier kann die Luise sich endlich die Bänder reißen. Genau, und hier ist auch fließendes Wasser. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und wir gehen jetzt zu den Kaskade, wie auch immer, und melden uns dann wieder, wenn es was Neues gibt. Tschüsselinchen! Wir sind jetzt angekommen bei den Kaskade de Saint-Suzanne. Das ist eigentlich total unspektakulär. Ist halt Wasser, was der Berg runterläuft. Top! Aha, mehr Spaß. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Das kann die Kamera gar nicht so richtig zeigen, aber riesig. Wir sind hier auf so einer Brücke. Von deinem Bein ist voller Mücke, wollte ich nur sagen. Die Luise geht schon mal heim. Wow. Wunderschön. Wunderbar. Wir sind erfüllen das Klischee der Touristen wirklich sehr gut. Wir haben machen ganz viele Fotos und Filme. Weil alle sahen immer mal so Filme und fotografiere und natürlich muss man das dann auch machen. Da kamen wir her. Das ist ein Wasserfall. Das ist ein Jakob. Das ist eine Luise. Das bin ich. Da geht es sehr tief runter. Ich filme doch nur. Ich gehe doch da nicht runter. Mein Gott, Paranoidität. Damit ihr auch einen Eindruck von der Natur hier bekommt. Ich habe gerade so Déjà-vu. Wahrscheinlich, weil ich das alles tatsächlich Déjà-vu habe. Top. Toll. Hier mit den Stromkabel. Das sind die anderen. Schön. Ich glaube nicht. Probier's mal aus. Hallo und einen schönen guten Morgen von uns. Wir sind inzwischen aufgewacht. Mir sieht noch ganz zerzaust aus. Und ich würde sagen, langsam neigt sich unser erster Vlog auch mal dem Ende. Wir haben gestern nämlich viel gemacht. Wir haben um ehrlich zu sein geschlafen. Und sind noch mal kurz aufgewacht, um was zu essen und zu duschen. Außer die Luise, die wollte lieber hässlich bleiben. Und dann sind wir schlafen gegangen. Ich habe mich aber gewaschen für die Luise. Richtig, genau. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und Jakob ist auch schon wach, aber ist noch in seinem Zimmer schon.
Und heute ziehen wir endlich in unsere eigene Wohnung, gehen vielleicht schon ans Meer. Ich bin schon ganz schön verstockt, muss ich sagen. Das sieht man aber, glaube ich, nicht. Oh, man sieht's. Schön. Und ja, dann sagen wir doch mal bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Mal schauen, was wir heute so machen. Das seht ihr im nächsten Vlog. Und wir freuen uns über unser Leben. Tschüss. Tschüss.